Hallo, die Set of Support Strategy. Die Menge of Support Strategy. Ich weiß nicht, was es auf Deutsch heißt. Man möge mich darüber in den Kommentaren bitte aufklären, wer es weiß. Ist eine Strategie, um rauszufinden, ob eine logische Formel nicht erfüllbar ist. Sagen wir, wir haben diese logische Formel hier gegeben. Dann sollte übrigens klar sein, wenn wir das jetzt gegeben haben, wir können ja ein bisschen kürzen hier theoretisch. Wir können zum Beispiel dieses beide hier kürzen zu einem B, weil das A und nicht A hebt sich auf. Das sollte an sich klar sein, dass das geht. Dann, dahinter steht übrigens auch Modus Ponens. Modus Ponens. MP und MT. So, das ist aber nicht das Thema. So, jetzt ist die Frage, wir können das machen, hier das mit wegkürzen und sowas. Die Frage ist aber, was benutzen wir dafür? Benutzen wir jetzt diese zwei zum Kürzen oder benutzen wir das und das oder das und das? Also die Frage ist, wo sollen wir anfangen? Und das sagt uns die Set of Support Strategy. Die ist irgendwie sehr, sehr kompliziert zu erklären in einem Buch. Eigentlich ist sie super einfach und das werde ich jetzt einmal machen. Wir wissen ja, wir können dieses Ding hier oben umschreiben, indem wir das hier wegstreichen. Moment. So, jetzt können wir es auch wegstreichen. So. Wir streichen es weg und hängen das Inverse mit einem und verbunden da an. Was dann, wir können hier mal Pünktchen, Pünktchen machen und hier auch, ist dasselbe wie da. Was im Grunde dann darauf hinausläuft, dass Not B, nicht B und nicht C hier hinten drin steht. So, und jetzt können wir zeigen, wenn wir jetzt zeigen können, dass das hier nicht erfüllbar ist, können wir zeigen, dass die Formel, die eben da oben da stand, erfüllbar ist. So, wie gesagt, das Problem ist, was wählen wir jetzt aus? Und warum habe ich das hier stehen lassen und das nicht von Anfang an hingeschrieben? Weil dieser Teil, der hier hinten steht, der wird dann zu unserer Menge of Support. Und wenn wir auswählen, was wir miteinander verknüpfen, dann ist der Inhalt der Menge of Support der, den wir als erstes benutzen. In diesem Fall ist unsere Menge of Support bestehend nur aus einem einzigen Element. Deswegen werden wir auf jeden Fall das hier benutzen. Und den Rest wählen wir mal zufällig aus. Wir gehen einfach mal von links nach rechts, benutzen das hier und stellen fest, guck mal, C, C, das kürzt sich sehr schön weg. Was also bleibt, ist A und nicht B. Und an dieser Stelle, der Rest orientiert sich an der Linear Resolution, die ich in einem anderen Video erklärt habe. Die sagt, dass wir das neue Ergebnis, was wir haben, jetzt als nächstes für alles andere benutzen. Das heißt, wir nehmen auf jeden Fall das hier. Und weil wir es noch nicht benutzt haben, packen wir nochmal das hier mit rein und stellen fest, guck mal hier, B, nicht B, gleicht sich aus und es bleibt A übrig. Und wie gesagt, Linear Resolution, wir benutzen also als nächstes auf jeden Fall diesen hier. Und guck mal hier, wir tun den noch mit rein und stellen fest, guck mal, wird tatsächlich eine leere Menge. Wir haben also bewiesen, dass diese Formel hier nicht erfüllbar ist. Und dadurch haben wir bewiesen, Achtung, dass diese Formel hier erfüllbar ist. Und das war's auch schon. Also ich wiederhole nochmal den wichtigsten Teil. Set of Support Strategy sagt uns einfach nur, dass der Teil, der hinten in der Schlussfolgerung steht, das erste in der invertierten Form, Achtung, invertierte Form, in der invertierten Form das erste ist, was du mit irgendwas anderem verknüpfst. Und dann machst du mit dem Ergebnis weiter. Das ist alles, was sie aussagt. Und das soll es auch schon gewesen sein. Vielen Dank fürs Schauen.